Herzlich willkommen zum heutigen Webcast. Das Thema heute ist ja der Schutz vor Verschlüsselungstrojaner oder auch Ransomware genannt. Schauen wir uns ein bisschen an, was man da machen kann, wie man sich da ein bisschen vorbeugen kann und was man entsprechend ja für Maßnahmen treffen kann. Mein Name ist Per Kasten, bin Principal Consultant bei ArcServe und entsprechend zuständig für die ja, technische Produktbetreuung, sowohl bei den Partnern als auch bei den Produkten. Zum Organisatorischen, das Ganze, wie gesagt, über GoToWebinar heute. Das heißt, Sie sind alle stumm geschalten. Fragen bitte im Fragen-Chat unten stellen. Die werde ich dann im Anschluss beantworten. Meine Kollegin aus Marketing hat einige Dokumente angehängt für Sie. Wenn Sie da Interesse dran haben, können Sie die entsprechend runterladen. Und dann würde ich sagen, dann legen wir jetzt einfach mal entsprechend los. Ja. Einen Moment nicht aufgepasst und schon hat man da irgendwas sich eingefangen. Meistens sicherlich bei den E-Mails, das heißt irgendwie nicht ganz aufgepasst, nicht alles gelesen und zu schnell auf OK geklickt und schon ist es passiert, dass man hat sich so einen Trojaner eingefangen und das Ganze, ja, wenn es ein Verschlüsselungstrojaner ist, dann legt er los und fängt an, entsprechende Dateien zu verschlüsseln und dann, ja, dann ist es eigentlich schon zu spät, dann kann man nur noch alle Stecker ziehen, um gucken, dass die Verbreitung möglichst einzuschränken. Ja, was ist eigentlich Ransomware? Ransomware ist ja so ein Pseudonym, eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern, also Ransom, also Lösegeld und Ware, verschiedene Arten von Programmen, das heißt, ja, so eine Verschlüsselung, der darauf basiert, dass man dann entsprechend Geld bezahlen soll und bedingt durch die neuen ja, anonymen Zahlmöglichkeiten über Bitcoins ist es natürlich auch möglich, sowas anonym, ganz anonym zu machen. Das heißt, man muss irgendwelche Bitcoins bezahlen, muss man erstmal überlegen, ob wie man da drankommt und dann ja, im Prinzip hoffen, ob man da irgendeinen Freischaltungsschlüssel bekommt, um das Ganze wieder zurückzubringen. Ja, der Anstieg von Ransomware ist nicht ohne. Das nimmt mehr und mehr zu. Und die Macher, sage ich mal, dieser ganzen entsprechenden Mails, ja, typischerweise sind es ja wie gesagt Mails, über das es verteilt wird, die sind extremst gut mittlerweile. Da muss man schon dreimal hingucken, um zu erkennen, ob das nicht wirklich doch eine echte Mail ist von demjenigen, von dem man was erwartet, oder ob es sich, wie gesagt, um so einen Trojaner handelt. Da, wie gesagt, entsprechend höllisch, höllisch aufpassen. Hier mal zusammen die Varianten. Sicherlich einer der bekanntesten ist sicherlich Locky, der ja, vor ein paar Jahren so verbreitet war. Mittlerweile ist Tesla Crypt, der einfach, Locky war noch, ja, ich sag mal, anonym, nee, moderat in der Form, dass es nur Dateien, Benutzerdateien wie Word, Excel und diese bekannten Endungen verschlüsselt hat, aber so unbekannte Endungen hat er entsprechend in Ruhe gelassen. Das war für Datensicherungs Lösung noch ganz gut, dass die dann entsprechend nicht verschlüsselt wurden. Mittlerweile gehen die Verschlüsselungen aber so weit, dass sie einfach alles verschlüsseln. Jede einzelne Datei wird da entsprechend dort verschlüsselt. Es ist aber nicht nur Ransomware bzw. Verschlüsselungstrojaner, das kann auch alles mögliche andere sein. Das kann ein Virus sein. Virus ist fast gar nicht mehr so verbreitet wie diese entsprechenden Verschlüsselungstrojaner oder diese ganzen Trojaner. Das kann auch, wie gesagt, irgendwas falsch gemacht, irgendwelche Komponenten, irgendeinen Hardwarefehler und, dass man dann entscheiden muss, was ist entsprechend dort zu tun. Welche Maßnahmen oder wie kann ich mich entsprechend schützen? Da ist jetzt keine Wertigkeit dieser Punkte festgelegt, um Gottes Willen. Das ist Remote-Zugänge sichern, ist klar. Das heißt, so wenig wie möglich, so sicher wie möglich das Ganze machen, den Umgang mit Administratoren-Accounts sehr, sehr aufpassen, was da gemacht werden soll. Virenschutz ist logisch, Patch ist logisch. Und wie gesagt, die Anwender sensibilisieren, dass sie, wie gesagt, mit den E-Mails entsprechend höllisch aufpassen. Und da irgendwas nicht Bekanntes auf keinen Fall den Anhang öffnen, um da irgendwas zu aktivieren. Ja, und natürlich Netzwerklaufwerke. Man gibt ganz gerne oder sehr, sehr häufig irgendwelche Freigaben. Macht man da mal schnell eine Freigabe, macht da irgendwelche Rechte rein und sagt, okay, jetzt kannst du da erstmal mitarbeiten. Und das wächst und wächst und wächst. Und man hat irgendwann irgendwie nicht so wirklich den Überblick, was für Freigaben man so im System hat. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm, weil diese Trojaner auch über Freigaben sich entsprechend verteilen. Und naja. Last but not least, Datensicherung, Datensicherungskonzept vor allen Dingen zu haben.
Und Offline-Medien, in welcher Form auch immer, da kommen wir nachher so ein bisschen genauer dazu. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Kein Backup, kein Mitleid. Also wenn da irgendwas passiert ist, wenn und man sagt, man hat kein Backup, ja, sorry, dann tut es mir leid. Also wer es heutzutage nicht verstanden hat, dass Backup wichtig ist, der ist hier irgendwie, sage ich mal vorsichtig, fehl am Platz. Alles unter Kontrolle. Wie gesagt, man kennt das, Recovery Point Objectives, Recovery Time Objectives. Das heißt, wie viel Zeit darf jeweils passieren oder ja, wie viel Zeit darf da laufen, bis entsprechend was zu machen ist, beziehungsweise wie häufig muss ich die Sicherung machen, wie lange brauche ich für irgendwas, um wieder gerade zu biegen. Das ist die Zeit rechts. Also ich habe hier, glaube ich, noch einen bisschen besseren Überblick. Das heißt, wenn ich irgendeinen Ausfall habe, dann vergeht die Zeit natürlich nach rechts erstmal. Das heißt, wie lange dauert die, ja, Wiederherstellung steht hier, aber vielleicht ist es ja nicht mal eine Wiederherstellung, sondern nur irgendwas wieder in den Stecker, in die Steckdose zu stecken, was auch immer, was da zu machen ist, um da das wieder lauffähig zu machen. Aber wenn man in dieser Zeit dann feststellt, ups, ich musste jetzt hier, in dieser Zeit hier, die hier jetzt vergeht, muss ich jetzt hier zurückgehen, weil ich irgendwas wiederherstellen muss. Dann ist natürlich die Frage, naja, wie alt ist denn meine Datensicherung, die hier so passiert ist? Und ja, ob Sie es glauben oder nicht, 98, ich würde fast sagen, 99% aller Datensicherungen so im Markt, die sind Typen immer noch der alte Schlager, einmal in der Nacht wird gesichert. Und wenn man sich dann vorstellt, naja, laut Murphy passiert der Ausfall natürlich kurz vor der nächsten Sicherung. Das heißt, man hat im Fehlerfall 24 Stunden Verlust, plus natürlich die Zeit, die es hier gedauert hat, bis das Ganze entsprechend wiederhergestellt ist, bis ich ja, das Band gefunden habe, was auch immer hier. Und ja, also hier in dieser Zeit können dann die Anwender nicht arbeiten, aber das eigentlich Schlimmere ist, dass sie die Daten von hier bis hier verlieren. Das heißt, wie gesagt, wenn es 22 Stunden sind, dass sie hier was verlieren, dann müssen sie erstmal überlegen, was habe ich in den letzten 22 Stunden gemacht, um das entsprechend nachzuholen. Dafür gibt es verschiedene Techniken, das einzusetzen. Dafür gibt es Replikationen, verschiedenste Arten von Replikationen. Also das möchte ich gar nicht, also ob das eine Hardware-Replikation ist von Storage-Systemen, eine Software-Replikation von einzelnen Dateien, System-Replikation, was auch immer, da gibt es diverse Replikationsmechanismen. Snapshot ist aber vorsichtig. Snapshot, wie gesagt, einfach nur ein Snapshot zu machen, ist sicherlich kein Ersatz für eine Datensicherung. Man kann Snapshot nutzen für eine Datensicherung, aber der Snapshot alleine verlangt immer, dass ich das Laufende brauche, um das entsprechend wiederherzustellen. Von daher ist Snapshot auf keinen Fall eine Datensicherung. Aber man kann, wie gesagt, diesen Snapshot ganz schön nutzen, weil die Anwender kaum davon was mitbekommen und ich kann in der Zeit, wo der Snapshot besteht, den entsprechend wegsichern. Naja, und der Klassiker ist immer noch das Band, wobei ich das Band als primäre Datensicherung heutzutage nicht mehr sehe, sondern eher als Auslagerung, um das Ganze dann entsprechend ja, auszulagern, woanders hin zu tun und so weiter. Ja, dann stellt man sich natürlich die nächste Frage, was soll ich denn sichern? Daten, Systeme, Anwendungen, soll ich da unterscheiden und sagen, das System ist, verändert sich nicht viel, nur die Daten, die sichere ich und sowas. Fangen Sie sowas erst gar nicht an. Sichern Sie lieber das komplette System. Ja, weil wenn Sie das anfangen, irgendwas da zu unterteilen und sagen, okay, das System wird alle, was weiß ich, alle einmal in der Woche gesichert und die Daten werden dann alle Stunde oder sowas gesichert, weil Sie da ganz, ganz sicher gehen wollen. Aber im Wiederherstellungsfall, dann fangen Sie an und überlegen, naja, was muss ich in welcher Reihenfolge wiederherstellen und so weiter und so fort. Fangen Sie sowas jetzt gar nicht an, sichern Sie lieber das komplette System. Dafür gibt es Methoden, um sowas machen zu können, auch möglichst kurz, mit kurzen, ja, Backup-Fenstern sozusagen das Ganze zu machen. Sicherungsmethoden, da hatte ich vorhin schon ganz kurz drüber, wohin sichere ich oder wie sichere ich, mache ich mir einen Snapshot, mache ich oder Duplizierung, Deduplizierung, mache ich Quelle, Verschlüsselung und diese ganzen Geschichten, da muss man sich natürlich Gedanken drüber machen und Sicherungsorte, wohin sichere ich? Sichere ich auf eine Festplatte, sichere ich auf Band, sichere ich auf Cloud, sichere ich vielleicht auf mehreren dieser Medien, sprich mit einem Medienbruch, das heißt erst auf Platte, dann woanders hin zu sichern. Und dann, wie gesagt, die Wiederherstellungsmethode, wie stelle ich ja was wieder her? Und da ist es sicherlich das Einfachste, wenn man sagt, man hat den kompletten Server gesichert und kann den in einem Rutsch entsprechend wiederherstellen.
Man kann natürlich auch einzelne Komponenten, sprich einzelne Dateien oder Ordner aus der Sicherung wiederherstellen, solange der Server noch läuft. Aber im Fehlerfall ist es einfacher, den kompletten Server wiederherzustellen, als da irgendwelche Krux zu machen, den einen oder anderen. Ja, ArcServe, wer sind wir eigentlich? Man kennt uns sicherlich von CA ArcServe Backup oder Cheyenne ArcServe Backup damals. Wie gesagt, vom Historie her ganz, ganz kurz. Cheyenne wurde, oder ArcServe wurde von CA im Jahre 99 gekauft und ist dann weiter gepflegt worden bei CA. Und seit zweieinhalb Jahren sind wir eigenständig. Das heißt, ArcServe arbeitet komplett eigenständig am Markt, hat nichts mehr mit CA zu tun. Das heißt, wir haben sehr, 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 sehr lange hier diese 25 Jahre ist wirklich gesagt, nicht irgendwie gelogen oder auf dem Papier, sondern das ist wirklich Verfügbarkeit dieser Lösung. Wie gesagt, mit ArcServe Backup angefangen, jetzt zu ArcServe Unified Data Protection. Was das genau ist, schauen wir uns ein bisschen genauer an. Mittlerweile gibt es auch eine Appliance, da soll die Appliance unten drunter sein und dann entsprechend die Möglichkeit, das Ganze zu sichern, eine Kombination daraus. Also es gibt nicht nur ArcServe Backup, es gibt nicht nur ArcServe Unified Data Protection, sprich UDP, sondern es gibt noch zwei, drei andere Produkte, die ein bisschen das Nischenprodukt ist. Produktübersicht. Was ist eigentlich UDP und wie funktioniert es? UDP ist eine Snapshot-basierte Datensicherung. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass Snapshots einsetzen kann, um da so möglichst kurze Zeitfenster zu haben. Aber wie gesagt, nicht das Snapshot alleine, sondern das Snapshot, um eine Datensicherung zu machen. Das heißt, wir snapshotten das System entweder per Agent für Windows-Systeme, sprich physische Systeme, vielleicht auch virtuelle Systeme, die dann entsprechend laufen, die dann entsprechend von außen noch gesichert werden können, sprich Host-Base-Backup, virtuelle Systeme, sprich, die macht man typischerweise über die Hyper-V-Snapshot-Funktionalität, entweder VMware oder Hyper-V, was so der traditionelle Möglichkeiten ist. Linux nicht zu vergessen. Linux gibt es natürlich auch. Entsprechend die Hardware-Linux-Systeme können mit einem Agenten gesichert werden und die virtuelle Welt ja sowieso entsprechend gesichert werden. Es gibt eine Ausnahme, die habe ich so mit einem Sternchen versehen, weil das zwei neue Funktionalitäten ist in der aktuellen Version 6.5. Da wird es nicht per Snapshot gesichert, weil es da einfach keine Möglichkeiten gibt, einen Agent zu sichern. Das ist ja auf der einen Seite die Sicherung von Freigaben, sprich UNC-Freigaben. Sicherungen, entweder von einer NASBox, von Windows-System, Linux-System, was auch immer, oder entsprechend Office 365, wo dann über eine Schnittstelle diese ja, Komponenten oder Objekte aus dem Postfach entsprechend ausgezogen wird. Da macht man es nicht mit Snapshot-Sicherung. Generell wird per Block-Level-Incremental gesichert. Das heißt, man sichert typischerweise einmal voll. Da muss man einmal durch, das ist das Problem, und danach nur noch Block-Level-Veränderungen. Das heißt, Sie sichern ein System, nehmen wir mal einen Exchange-Server, der ist einmal voll gesichert worden mit, keine Ahnung, 2 Terabyte, was auch immer der gesichert hat, wie groß der war, und danach sichern Sie nur noch veränderte Blöcke. Dadurch, dass Sie nur noch veränderte Blöcke sichern, also wir analysieren, welche Blöcke haben sich dort verändert und würden entsprechend nur diese Blöcke sichern, können Sie natürlich auch häufiger sichern, weil die ganze Sicherung wesentlich schneller ist. Also da sprechen wir von ein paar Minuten und nicht mehr von Stunden, die da die Incremental-Sicherung dauert. Und dementsprechend kann ich dann auch häufiger sichern und bin dann weg von diesem 24-Stunden-Geschichte. Das Sicherungsziel kann ein Verzeichnis sein, lokal UNC-Pfad. Wie gesagt, zu dieser ganzen Thematik von Locking und Verschlüsselungstrojaner kommen wir gleich noch ein bisschen genauer. Dabei kann eine Komprimierung und Verschlüsselung stattfinden, wobei dann von uns gesteuerte Verschlüsselung ist und nicht von extern gesteuert, oder auf einen sogenannten Recovery Point Server. Das kann softwarebasiert sein, sprich mit unserer Lösung liefern wir diese Softwarekomponente mit des Recovery Point Servers. Das heißt, Sie brauchen mehr oder weniger nur einen Windows Server, der entsprechende Platten hat, und dann können Sie dort diese Komponente installieren, die Ihnen dann die Möglichkeit gibt, quellbasierte Deduplizierung zu machen. Das heißt, es wird auf der Quelle, also das zu sichern, der schon erkannt, aha, der Block, der sich jetzt verändert hat, der ist aber auf dem Recovery Point Server schon bekannt, muss also gar nicht erst übertragen werden und muss nur noch verlinkt werden. Das heißt, es spart Zeit und Übertragungsmenge über die Leitung.
Das gibt es, wie gesagt, als Softwarekomponente, das gibt es aber auch als, ja, nenne ich es mal, Hardwarekomponente in Form einer Appliance. Das heißt, dort ist eine Hardwarebox, das ist fix und fertig konfiguriert mit einem Wizard. Wenn Sie das erste Mal hochstarten, werden Sie durch, ja, ich sage mal, 3, 4, 5 Klicks ist dieser Recovery Point Server fertig und Sie können die ersten Sicherungen durchführen. Dann können Sie noch festlegen, weil diese Snapshot-Technologie Block Level Incremental Forever ist zwar schön, aber Sie müssen natürlich festlegen, wie viele Versionen möchte ich vorhalten, weil sonst haben Sie ja Unmengen, dann haben Sie ja Hunderttausende von Versionen und aus diesem Grund haben Sie die Möglichkeit, das in täglich, wöchentlich, monatlich zu differenzieren. Das ist aber nur eine Festlegung für die Anzahl dieser Wiederherstellungspunkte. Hat nichts damit zu tun, was Sie eigentlich am Ende des Tages sichern, weil sichern tun Sie immer nur das Veränderte von der letzten Sicherung. Ja. Also wenn Sie jetzt beispielsweise jetzt um 14 Uhr gesichert haben und jetzt nachher um 15 Uhr wieder, dann würden Sie nur die Blöcke sichern, die zwischen 14 und 15 Uhr sich verändert haben. Und das, wie gesagt, bei der nächsten Sicherung nach einer Stunde wieder nur die veränderten Blöcke. Zusätzlich gibt es noch so eine benutzerdefinierte Sicherung. Das heißt, dieses ist keine täglich, wöchentlich, monatlich, sondern das ist eine, die, wo Sie also zusätzlich noch ein Zeitfenster vorgeben können. Weil das ist ja, wäre ja ganz nett, wenn Sie sagen, Sie arbeiten von 8 bis 18 Uhr und danach verändern sich eigentlich keine Blöcke. Dann brauche ich nicht stündlich sichern. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit, zum Backup-Fenster zu machen. Das heißt, von 8 bis 18 Uhr wird jede Stunde gesichert und danach wird vielleicht einmal gesichert oder sowas Ähnliches. Und jetzt kommt, jetzt sind wir so ein bisschen wieder in dem Thema drin, von Ihrem Sicherungskönnen, dann da dieser Recovery Point Server natürlich so ein bisschen, ja, die Achillesferse sozusagen des Systems ist und dass wenn der angegriffen wird von einem Kryptotrojaner, die natürlich ein Problem haben, dann sind alle ihre Daten weg. Aus diesem Grunde gibt es die Möglichkeit, einen RPS oder diese Wiederherstellungspunkte auf dem RPS zu replizieren auf einen zweiten, dritten, vierten Recovery Point Server, wobei dort auch eine Deduplizierung stattfindet. Und es ist keine 1:1 die Replikation, sondern Sie legen fest, welche Systeme sollen repliziert werden. Das kann rechts nach links gehen, schauen wir uns nachher so ein bisschen genauer nochmal an. Ja, und von jedem RP steht für Recovery Point oder Wiederherstellungspunkt, das ja wiederum ein Zeitpunkt ist, zu dem Sie gesichert haben, kann natürlich einzelne Datei wiederhergestellt werden, einzelne Ordner wiederhergestellt werden, aus dem Exchange-Server eine Datenbank, einzelne Kalendereinträge aus dem Exchange-Server, eine Datenbank aus dem SQL oder was auch immer, oder bis runter zu einer ganzen VM wiederherzustellen oder einen sogenannten Bare Metal Recovery, das heißt über ein Boot-Medium, was Sie mit unserer Software erzeugen, können Sie das komplette System, so falls es eine Hardware ist, auf unterschiedlichste Hardware wiederherstellen. Ja, was natürlich ganz schön ist, weil ja die Hardware ändert sich so schnell und die Treiber dafür ändern sich so schnell, dann gibt es immer die Problematik, wenn sich da irgendwas verändert hat, das Ganze wiederherzustellen zu können. Ja, es kann einfach sein, das kann aber auch komplex werden. Also schauen wir uns mal einfach an, heißt, Sie haben hier sowas wie hier so ein typische Umgebung, Sie haben Ihre virtuellen Systeme, Sie haben vielleicht Datenbank auf Physik, Sie haben vielleicht auch ein E-Mail-System auf einer Physik, vielleicht haben Sie das gar nicht, sondern nur virtuelle Welt, das spielt überhaupt keine Rolle. Grundsätzlich wird hier, wie gesagt, ein paar Snapshot gesichert, entweder über den Hypervisor, wenn es virtuell ist, oder entsprechend über unseren Agenten, wenn es Physik ist. Und dann wird das Ganze gesichert. Ich nehme jetzt mal an, Sie setzen diesen Recovery Point Server ein, wird auf dem Recovery Point Server gesichert. RPs sind die einzelnen Wiederherstellungspunkte, die hierhin gesichert werden und natürlich auch bei der Wiederherstellung wieder zurückgehen auf das System. Dann gibt das Ganze kann natürlich auch durch die Appliance abgedeckt werden, das hatte ich schon erwähnt, oder wie gesagt auf einen ja, bestehenden Server, wo hier dann entsprechend noch Platten angehängt werden. Das Ganze kann ausgelagert werden auf Band. Da sind wir schon bei diesem Medienbruch, um das Ganze, wie gesagt, dann auszulagern auf Band, um dann, wie gesagt, das Band mal in den Schrank zu tun und zu sagen, da kommt kein Verschlüsselungstrojaner dran, das ist Band ist sicher, das kann ich hier entsprechend wieder nutzen für die eventuelle Wiederherstellung. Oder ich erstelle, oder nicht oder, und ich erstelle daraus sogenannte Virtual-Standby-Systeme. Virtual-Standby-Systeme heißt, Sie erstellen auf einem Hypervisor, hier steht es Hyper-V oder VMware, erstellen Sie eine Standby-VM
Ihrer bestehenden Servers, also den Sie hier gesichert haben. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, den Exchange-Server, der ist kritisch, der wird gesichert. Aus dieser Sicherung erstellen wir dann über unsere Software eine Exchange-Klon, vielleicht nennen wir es mal so, der dann auf eine virtuelle Maschine läuft oder als virtuelle Maschine hier entsprechend läuft und dann immer gefüttert wird mit dem letzten Sicherungsstand. Da diese Daten, nehmen wir mal an, das wäre VMware und in den Data Store wird sicherlich kaum ein Verschlüsselungstrojaner drankommen. Also zum Stand heute kenne ich keinen, der da drankommt, ein Verschlüsselungstrojaner, der an den Data Store, wenn es wie gesagt nicht irgendwie geshared ist im Windows-System, kommen sicherlich kein Verschlüsselungstrojaner dran, um da die VMDK-Dateien entsprechend zu verschlüsseln. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, das zu machen. Da, wie gesagt, eine Redundanz mehr oder weniger zu schaffen, wobei Redundanz immer dran denken, es wird immer nur der letzte Sicherungsstand hier hin kopiert. Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte Instant VM, das heißt, im Fehlerfall, wenn es passiert ist, würden Sie hier aus dem Recovery Point Server eine Maschine erzeugen und dann automatisch oder hochfahren, sozusagen Sie starten sozusagen die Datensicherung, um dann aus dieser Datensicherung mit dem System zu arbeiten. Das würde entsprechend natürlich, sind wir wieder zurück bei den Verschlüsselungstrojanern, natürlich nur funktionieren, wenn der Verschlüsselungstrojaner hier zugeschlagen hat, aber noch nicht hier. So, das sehen Sie aber schon, das ganze Konzept ist so ein bisschen kritisch. Das ist, wie gesagt, die Achillesferse hier. Der Recovery Point Server ist die Achillesferse. Das heißt, wenn der ein Problem hat, dann haben Sie nichts mehr. Aus diesem Grunde die sogenannte Replikation, die auch mit dem Produkt immer enthalten ist. Das heißt, Sie können einen zweiten aufbauen und sagen, okay, ich habe hier noch einen zweiten, vielleicht im anderen Standort, und Sie replizieren hier hin. Bei der Replikation hierhin ist der Port, das ist ein Port, der entsprechend benutzt wird. Das heißt, hier haben Sie schon eine Einschränkung für den Verschlüsselungstrojaner, dass er da nicht hinkommt. Und das könnte, wie gesagt, auch eine Appliance sein. Und das Ganze ist keine Einbahnstraße. Man sieht es hier. Hier könnten auch sichere Systeme sein, die hierhin gesichert werden und dann entsprechend rüber repliziert wird auf der anderen Seite. Also diese Daten werden nicht eins zu eins repliziert, sondern hier bestimmen Sie von den jeweiligen Systemen, welche Daten wohin und wie oft welche Versionen hin repliziert werden sollen. So, das Ganze, wie gesagt, keine Einbahnstraße, das geht noch weiter. Das kann auch eine Außenstelle sein, Datencenter, was auch immer, irgendein Auswahlrechenzentrum sein, wo Sie Daten hin replizieren, auch wieder auf dem RPS-Server. Und hieraus könnten Sie dann wieder ein System machen mit Offline-Replikation. Das heißt, Sie schieben die Daten transportieren die Daten von Hand sozusagen auf der anderen Seite. Und dann in dem Produkt noch enthalten ist Assured Recovery, Testfunktionalitäten der Daten. Das muss nicht unbedingt hier passieren, um Gottes Willen. Das kann auch hier entsprechend passieren. Oder diese sogenannte Virtual Standby oder Instant VM. Das kann natürlich auch hier passieren. Das kann auch in der Außenstelle passieren. Und da ist es dann sicherer zu sagen, na gut, wenn der Verschlüsselungstrojaner hier zugeschlagen hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass hier die Daten auch verschlüsselt sind, aber nicht unbedingt hier, weil da kommt der Verschlüsselungstrojaner nicht hin. Aus diesem Grunde haben Sie die Möglichkeit, hier Virtual Standby zu starten. Ja, oder last but not least, die berühmte Cloud mit ihren Vor- und Nachteilen, sage ich mal vorsichtig gesprochen. Die Deutschen sind da etwas, wie soll ich das ausdrücken, etwas zurückhaltend, was Cloud angeht, ist ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, es besteht die Möglichkeit, das Ganze noch in die Cloud. Es gibt auch eine eigene ArcServe Cloud, die daraus besteht, dass Sie sozusagen hier dann entsprechend eine Appliance haben, also einen RPS-Server als Appliance in der Cloud. Sie bekommen die entsprechenden Zugangsdaten und können dort entsprechend hin replizieren. Also es ist im Prinzip genau das gleiche, als würden Sie hier von einem lokalen auf eine Appliance das Ganze kopieren oder replizieren, würden Sie dann hier auf eine Appliance in der Cloud entsprechend replizieren. Oder natürlich alle möglichen anderen Clouds. Sie sehen es hier, die Möglichkeiten, die entsprechend bestehen. Also das sieht schon ein bisschen komplexer aus, sind viele, viele Striche und Pfeile hinten dran, die das entsprechend gilt. Und das Ganze wird entsprechend gesteuert über ein zentrales Management.
Ja, das ist genau das zentrale Management. Das heißt, eine webbasierte Oberfläche, mit der Sie da reingehen. Das heißt, Sie können von mehr oder weniger überall auf das System zugreifen. Vielleicht sogar vom Smartphone oder vom Tablet können Sie entsprechend darauf zugreifen und da, ja, sowohl aufsetzen, was wiederherstellen, was umkonfigurieren, was auch immer. Komplett können Sie das Ganze über diese Web-Oberfläche steuern. Ja, das geht von klein bis groß, sage ich mal. Ich hatte das schon vorhin erwähnt. Das heißt, die Möglichkeit von einem Server bis zu einer virtuellen Maschine, bis vielleicht ein Hyper-V-Server oder ein vSphere-Server mit entsprechenden Gästen da entsprechend zu sichern und das Ganze dann, wie gesagt, dort auf dem RPS-Server abzulegen. Und Last, oder was ich noch vorhin schon erwähnt hatte, die Replikation. Die Replikation kann auch zu einem sogenannten remote-verwalteten RPS sein. Das heißt, dass der eine andere Datenbank, eine eigene Datenbank dahinter hat. Das heißt, der ist komplett eigenständig und hat dann auch entsprechende eigenständige Zugriffsrechte. Und da funktioniert die Replikation über einen HTTP-Tunnel, dass Sie da entsprechende Möglichkeiten haben, das Ganze dann entsprechend aufzusetzen. Und dazu gibt es dann das sogenannte Gateway mittlerweile, dass Sie die Möglichkeit haben, da dann entsprechend sehr, sehr einfach, sage ich mal, hin zu replizieren. Ja, das Ganze auch für Laptops und Desktops, deswegen auch das Schild ganz am Anfang von wegen kein Backup, kein Mitleid. Das heißt, wenn man so mal in die Runde fragt, wer von seinem Laptop eine Datensicherung hat, dann melden sich sehr, sehr wenige. Und da muss ich sagen, warum eigentlich? Weil das ganz, ganz, ganz einfach ist. Sie können unsere Software ArcSafe UDP auf Laptops, Desktops, alles was Kleinbetriebssysteme sind, bis aktuell Windows 10 einsetzen und das kostenfrei. Solange, und das ist die einzige Einschränkung, solange Sie nicht auf einen RPS mit Deduplizierung sichern. Sichern Sie auf ganz normale, was heißt ganz normale, sichern Sie auf eine Freigabe, sichern Sie auf irgendein externes Medium, Wechselplatte, USB-Platte, RDX-Laufwerk, was auch immer es da so am Markt gibt, ist es komplett kostenfrei inklusive der Bare Metal Recovery Funktionalität. Ist alles, wie gesagt, dabei. Das heißt, da frage ich mich, ja, warum dann das nicht tun? Ja? Wie gesagt, das ist komplett dabei für Laptops und Desktops. Ja, wenn man dann die Datensicherung gemacht hat, muss man ja oder sollte man oder deswegen macht man eigentlich die Datensicherung, um dann zu sagen, irgendwann muss ich das Ganze wieder zurückholen. Eine Funktionalität hatte ich vielleicht kurz schon erwähnt, das ist Virtual Standby. Das heißt, die Möglichkeit, dass, wie gesagt, Ihre Daten, das heißt, in dem Fall wäre es hier der Exchange-Server, den hatte ich vorhin auch am Beispiel, der wird gesichert auf dem RPS und dann wird über einen ja, Proxy-Server, nennen wir ihn mal, ein System, was nicht ein eigenständiger Server sein muss, um Gottes Willen, wird über eine Funktionalität dann eine VM erzeugt, die sozusagen dann immer ein Klon des Exchange-Servers oder E-Mail-Servers hier ist, wird immer gefüttert mit dem letzten Datensicherungsstand, fällt dieser Server aus, startet dann, wenn Sie sogar wollen, automatisch hier diese VM und die Anwender werden dann entsprechend umgeleitet. Diese Umleitung der Anwender, das ist alles mit in dem Produkt enthalten, können Sie, wie gesagt, komplett einsetzen. Und diese Virtual Standby-Funktionalität ist in jeder ArcSurf UDP-Lizenz mit enthalten. Das geht auch remote. Das heißt, würden Sie jetzt hier Ihre Sicherungen auf den lokalen Recovery Point Server sichern, würden das übertragen über Warnstreck auf den zweiten, können Sie natürlich auch dieses Virtual Standby hier machen und könnten dann entsprechend dafür Sorge tragen, dass die Anwender, die vielleicht hier arbeiten, natürlich dann darauf zugreifen. Also das ist hin und her entsprechend möglich. Instant VM ist die Funktionalität, dass Sie sozusagen die Datensicherung starten. Sie stellen nichts wieder her. Wir bauen aus der Datensicherung, aus den Incrementals, die dann stattgefunden haben, also aus der Voll plus den entsprechenden Incrementals, bauen wir sozusagen eine VM, entweder Hyper-V oder VMware, und setzen das Ganze zusammen. Sie bestimmen in dem Fall das System, Sie bestimmen hier, naja, wie soll das Ganze heißen, UDP Instant VM,
und geben hier ein Verzeichnis vor. Und das Verzeichnis, in diesem Verzeichnis legen wir sozusagen oder bauen wir die Hülle. Also da bauen wir die VMDK, wobei die VMDK keine Datei ist, die wir dort anlegen, sondern das ist nur eine logische Hülle. Und diese Hülle füttern wir sozusagen, oder die Daten dieser Hülle, dieser VMDK-Datei, kommen aus dem Data Store und werden dann entsprechend zur Verfügung gestellt. Netzwerk können Sie einstellen, CPUs, also virtuelle CPUs, RAM können Sie einstellen. Und dann wird dieses Verzeichnis, was wir hier festgelegt haben, dieses Instant VM, wird per NFS auf dem Windows-Server freigegeben. Und dann wird es dann entsprechend, und hier sehen Sie, das ist nur eine Hülle. Das heißt, die Größe auf dem Datenträger liegt gerade 2,2 Gigabyte, aber darstellbar oder für die VM sichtbar, für den ESX-Server sichtbar sind 60 Gigabyte, also die komplette. Das heißt aber, die Daten, die kommen dann aus dem Data Store und werden dann beim Zugriff dann entsprechend dort rausgeholt. Und auf dem ESX-Server sehen Sie dann eine NFS-Freigabe und da drin liegt dann, wie gesagt, diese VM, die dann entsprechend benutzt wird. Sehr, sehr schöne Funktionalität. Klar, die Performance ist sicherlich nicht so wie von dem ursprünglichen System, aber Sie können arbeiten und das ist ja das Entscheidende. Sie können weiterarbeiten, auch wenn es ein bisschen langsamer geht. Sie können weiterarbeiten und können dann entsprechend überlegen, wie kriege ich das Ganze wieder repariert, beziehungsweise wie komme ich dann wieder zurück. Neu in der Version, in der aktuellen Version, die jetzt seit ein paar Wochen auf dem Markt ist, gibt es doch Assured Recovery. Das ist eine Funktionalität, um sicherzustellen, dass die Daten, die Sie dort erzeugt haben, auch wirklich gesagt konsistent sind. Weil gerade durch die Verschlüsselungstrojaner könnte es ja passieren, dass die Daten vielleicht auf dem RPS entsprechend verschlüsselt werden und Sie bekommen das vielleicht gar nicht so richtig mit. Aber durch diese Tests können Sie dann sicher sein, dass Sie, wie gesagt, das System auf jeden Fall auch wieder zur Verfügung stellen. Es gibt zwei grundsätzliche Methoden. Einmal die Möglichkeit, eine Instant VM zu erzeugen, genau wie ich das gerade erklärt hatte, oder dass man einfach aus der Datensicherung eine virtuelle Platte erzeugt. In dem Fall würde man eine VHD erzeugen oder VHDX-Datei erzeugen, die mit Windows entsprechend umgegangen werden kann, kann ein Windows-System, kann die mounten, kann da irgendwelche Tests drin fahren, sei es ein Checkdisk, was auch immer dann drin fahren und dann sicher sein und sagen, jo, die Daten sind entsprechend konsistent und damit kann ich dann im Fehlerfall auch weiterarbeiten. Ja, Lösungsansätze gegen Ransomware. Auslagerung der UDP-Sicherung auf Band. Das heißt, Entnahme des Bandes und Lagerung an einem anderen Standort. Das ist natürlich insofern nicht ganz so wichtig für Ransomware, gegen Ransomware, aber natürlich gegen irgendwelche anderen Geschichten, Hochwasser, was auch immer es da so gibt, dass das Band entsprechend zerstört wird in der Library oder wo auch immer, wenn es ein Einzelbandlaufwerk ist. Das ist dann entsprechend. Deswegen, wie gesagt, auslagern und lagern an einem anderen Ort. Innerhalb von UDP gibt es noch die Funktionalität Kopieren von Wiederherstellungspunkten. Da könnte man sich vorstellen, dass man einen Wiederherstellungspunkt auf Wechseldatenträger kopiert, was dann keine Bänder sind, sondern Festplatten in welcher Form auch immer und dann Entnahme bzw. sicherstellen, dass auf diese Medien nicht zugegriffen werden kann. Weil bei dieser Kopie von Wiederherstellungspunkten müssen wir ja darauf zugreifen können. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Zugriff darauf haben, sei es, wie gesagt, über Netzwerk da eine Freigabe zu haben und dann darauf zugreifen zu können. Und das muss man natürlich sicherstellen, dass nachdem das Medium erzeugt worden ist, dass diese Freigabe oder das, ich sag mal, die Ransomware da nicht darauf zugreifen kann. Und das ist das ganze Konzept. Man sollte sich also Gedanken machen über seine Benutzer, die man hat, also die Rechte, die man hat, die ganzen Domänen, die man hat, um da nicht zu sagen, okay, man verteilt das Ganze, weil wie gesagt, bei der, ich glaube, ich habe das Replikation von Wiederherstellungspunkten auf einen zweiten RPS, da gibt es zwei Arten, entweder die Recovery Point Server sind beide von einer Konsole verwaltet, das heißt, eine Konsole sieht dann beide,
Heißt aber auch, dass diese Konsole dann entsprechend natürlich durch Zugriff auf den Recovery Point Server hat, aber bei der Replikation wird auch nur ein Port verwendet, damit man da entsprechend hin replizieren kann. Und da sollte man sich dann entsprechend überlegen, ob man da, wie gesagt, das Ganze entsprechend absichert oder man sagt, okay, man macht es noch härter und macht einen Remote verwalteten RPS. Das heißt, ein RPS, der von einer zweiten Instanz, also von einer zweiten Konsole verwaltet wird und würde da entsprechend hin replizieren, weil da würde man andere Accounts verwenden, aus vielleicht sogar aus einer anderen Domäne oder vielleicht sogar Standalone als Workgroup, also nicht mal in der Domänenstruktur. Und Ransomware kann ja auch nicht zaubern. Also diese Verschlüsselungstrojaner müssen ja auch irgendwie auf diese Freigabe zugreifen können, damit sie irgendwelche Daten verschlüsseln können. Das ist das große Problem, oder das ist die Thematik hier zu sagen, okay, man schottet diese entsprechenden Accounts ab. Ja, was ich gar nicht angesprochen habe eigentlich, aber innerhalb von Axe, in der Axe-Familie gibt es noch Axe Replication, wo man dann sagen könnte, okay, mittels Axe Replication macht man eine sogenannte Online-Replikation, das ist eine Funktionalität, das ständig repliziert wird, also ganz, ganz wichtige Daten würde man dann entsprechend sagen, okay, dieses Verzeichnis repliziere ich auf einen zweiten Standort und da findet das, diese Replikation nicht über irgendwelche Freigaben statt, sondern über einen Port, weil die Lösung dann entsprechend einen Agent benötigt, also einen Dienst benötigt, die sich dann über einen festgelegten Port unterhalten. Und da kommt eine Ransomware nicht durch, also beim besten Willen nicht. Und da könnte man sogar dann sagen, auf dem zweiten Server, auf dem das Replikat dann entsprechend liegt, würde man das Continuous Data Protection einschaltet. Bei der Continuous Data Protection wird jede Blockveränderung protokolliert und damit kann man das Ganze dann entsprechend wieder zurück drehen, wenn man dann sagt, okay, um was weiß ich, jetzt 14:30 Uhr hat die liebe Kollegin auf die Mail geklickt und jetzt läuft der Trojaner los und dann könnte ich dann sagen, okay, wenn ich das feststelle, in 10 Minuten später können die sagen, okay, ich drehe das Ganze auf 14:29 Uhr, da ist es noch nicht passiert. Solche Möglichkeiten sind drin, also man sollte sich, wie gesagt, viele, viele Gedanken machen, wie man das Ganze abschottet. Das Wichtigste sind sicherlich die Freigaben, dass man die Freigaben irgendwie in den Griff bekommt. Ja, und dafür Sorge trägt, dass da nicht zu viel freigegeben wird auf den jeweiligen Systemen, um das Ganze dann einzugrenzen. Weil sicherlich eine Datensicherung ist gut und schön. Man sichert die Daten, man kann mit diesen Daten auch wieder zurück auf das System, aber man muss dann überlegen, wo sichert man die Daten hin? Bei einer Replikation oder ja, Block-Level-Lösung, wie wir das jetzt machen mit UDP, muss man auf ein Festplattensystem, sage ich mal vorsichtig, auf ein Plattensystem entsprechend sichern, weil Band da nicht möglich ist bei der Incremental Forever Funktionalität. Und das muss man halt zusehen, dass man das entsprechend schützt. Den Recovery Point Server selber läuft natürlich auf dem Windows-System. Um den zu schützen, da muss man also Sorge tragen, sozusagen, dass auf der einen Seite der Trojaner überhaupt gar nicht auf das System kommt. Also gar nicht erst die Exe ist ja typischerweise, also das Programm auf den Server kommt, um da irgendwas auszuführen und auf der anderen Seite die Ports und Freigaben so abzuschotten, zu sagen, okay, da kommt dann diese Lösung nicht durch. Ja, das sollte es so gewesen sein, dann ein bisschen Gedanken zu machen, was kann man dann entsprechend tun. Es sind auch einige Fragen gestellt worden. Die würde ich jetzt ganz gerne einfach mal durchgehen. Wenn noch weitere sind, gerne stellen. Wie verhindern Sie den Zugriff für Malware auf einen anderen RPS? Ich glaube, das habe ich schon erklärt. Das heißt, dort werden entsprechende Ports definiert, mit denen die Kommunikation stattfindet auf den zweiten. Was es dann noch gibt, ist eine Freigabe. Also der Recovery Point Server legt jedes Mal eine Freigabe fest. Das heißt, man muss sicher sein, dass diese Freigabe natürlich nur von den entsprechenden Account Schreibrechte hat, der dann auch in UDP verwendet wird, und kein anderer. Also das heißt, wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, der Trojaner kann ja nicht zaubern. Das heißt, der Trojaner geht her, wird von Frau Meier gestartet. Das heißt, der läuft erstmal unter dem Account von Frau Meier. Dass er jetzt Adminrechte vielleicht auf ihren PC bekommt, mag sein. Aber der hat ja keine Domänen-Adminrechte, sondern hat höchstens Fall dann Adminrechte
auf diesem Rechner, auf diesem, was weiß ich, Windows 10 Rechner, ja, kann dann vielleicht auch noch mit dem Account von Meier auf Freigaben im Netzwerk rumschauen, aber das war es dann auch. Ja. Deswegen sollte man einfach sicher sein, dass man dort die Accounts dann entsprechend abschüttet. Müssen die RPS innerhalb eines Forests sein oder reichen dazu asymmetrische Trust oder geht es gar ohne irgendwelche Berechtigungen auf Betriebssystemen? Ja, das habe ich, glaube ich, schon erklärt. Also wie gesagt, die Möglichkeit, das Ganze dann entsprechend zu machen. Oder wie gesagt, zweiten verwenden. Ja, remote verwalteter heißt das Ganze. Das heißt, Sie setzen ein RPS auf einer zweiten, komplett mit Konsole, mit allem. Und dann gibt es bei der Replikation eine Funktionalität, die nennt sich Replizieren auf remote verwalteten RPS. Kostenfrei auch bei kommerzieller Nutzung. Ich glaube, das geht auf die UDP für Windows Desktop-Betriebssysteme. Ja, auch bei kommerzieller. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ist auch, Sie können auch sagen, okay, im Unternehmen werden alle Desktop-PCs gesichert auf eine Freigabe im Netzwerk. Und Sie können das sogar dann auf über die Konsole verwalten. Also das ist dann auch verwaltbar komplett über die Konsole. Ist die Workstation-Sicherung auf RPS möglich, welche keine Deduplizierung hat? Bin ich mir nicht ganz 100% sicher, ob wir die Zugriff auf den RPS generell einschränken oder auf die Deduplizierung. Das muss ich mal nachhaken. Schreiben Sie mir bitte dazu eine Mail, Herr Michael Welsch. Bitte eine Mail kurz schreiben, dann checke ich das mal kurz ab. Weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann sage ich vielen, vielen Dank für heute. Bis zu dem nächsten Webcast, die entsprechend stattfinden werden. Und denken Sie dran, es sind ein paar Dokumente da, wenn Sie Interesse haben. Dann danke und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende alle zusammen. Danke. Tschüss.